Bienvenidos al Jarama. Die ETRC zu Gast in Jarama mit einem spektakulären Saisonfinale. Die 1967 eröffnete Rennstrecke im Norden Madrids feierte vergangenes Jahr 50-jähriges Jubiläum, hat sich über das letzte halbe Jahrhundert ein spezielles Flair erhalten. Der kleine, feine Kurs soll bis zum Jahr 2021 sukzessive modernisiert werden. Jochen Hahn, der designierte Champion, will die letzten Rennen der Saison in Jarama genießen, ohne aber in irgendeiner Art und Weise wettbewerbsverzerrend einzugreifen. Hat ja den fünften Titel seiner Karriere schon in Le Mans eine Woche zuvor klargemacht. Jarama verzeiht nicht so arg viel. Das heißt, wenn man hier wirklich in der falschen Stelle abfliegt, ist das die Entscheidung. Und bei dem ersten Rennen, und ich sehe es eigentlich auch kommen, dass irgendwas die Sicherungen durchbrennen. Und ich möchte dann einfach nicht zwischendrin sein und ich möchte mich einfach auch nicht einmischen müssen in diesen Kampf, weil das wäre jetzt von meiner Seite aus unfair, weil bei mir ist ja egal, wen lasse ich vorbei, wen nicht. Und da möchte ich mich eigentlich raushalten. Das heißt, für mich Pole, Startzielsieg, dann bin ich aus allem draußen und dann kann hinter mir sein, was will und ich bin nicht der Buhmann bei dem Spiel. Der Blick auf den Gesamtstand vor diesem Wochenende zeigt, Rang 2 sollte für Adam Latschko in trockenen Tüchern sein. Dahinter allerdings ist die Situation recht spannend. Wer holt sich den prestigeträchtigen dritten Platz in der Endabrechnung? Albacete, Kiss oder Letz? Und immer wenn die Racetrucks in Jarama zu Gast sind, herrscht große Begeisterung bei den Fans. Zum einen, weil es das Finale der Saison ist und zum anderen, weil in diesem Jahr ein Spanier um die dritte Position in der Meisterschaft kämpft. Der dreimalige Champion Antonio Albacete, ein echter Madrilene, der in Jarama schon viele Schlachten geschlagen und so manche davon auch gewonnen hat. So wie unser Saisonstart war, wäre Platz 3 ein tolles Ergebnis für uns. Wir werden alles geben. Ich gebe 120%, wenn es hilft. Vielleicht können wir auch noch um Rang 2 kämpfen. Aber realistisch betrachtet ist der dritte Platz schon sehr gut. Antonio ist nur 6 Punkte vor uns. Sascha direkt hinter uns, ich glaube nur 3 Punkte. Mit etwas Glück oder besser gesagt, wenn wir alles richtig machen, dann können wir noch Dritter in der Meisterschaft werden. Aber wenn wir Pech haben, dann können wir auch nur Fünfter sein. Also zwischen 3 und 5 ist schon ein himmelweiter Unterschied in puncto Anerkennung. Punktetechnisch ist es eigentlich ja nur so viel ungefähr. Ein winziger Fehler kann schon entscheidend sein in der Platzierung in der Meisterschaft. Sascha Lenz hat bislang eine beeindruckende Saison gezeigt. Der Fünftplatzierte als einziger ETRC-Pilot hat er in allen Rennen gepunktet. Das steigert das Selbstbewusstsein und vielleicht geht für ihn noch was im Kampf um Rang 3 in der Meisterschaft. Ich bin ganz realistisch und sage einfach, einen Antonio hier zu schlagen ist fast unmöglich. Vielleicht hat er einen Bock drin, wo den wir ausnutzen können, aber ansonsten bleiben wir auf dem Teppich und sagen, okay, Platz 5 ist okay, wenn wir Vierter werden, ist super, und Dritter wäre mega. Ne? Samstagmorgen Qualifying-Zeit. Die 5,5 Tonnen schweren, 1000 PS starken Racetrucks gehen auf Zeitenjagd und einer will zeigen, dass er die Meisterschaft zu Recht gewonnen hat in dieser Saison. Jochen Hahn. Gelegenheit, einmal mitzufahren beim Champion 2018, der hier gleich die Schlüsselstelle dieser Rennstrecke anfährt. Ein Geschlängel wie ein S, bestehend aus einer 180-Grad-Linkskurve und dann anschließend eine 180-Grad-Rechtskurve vorbei an den mit Menschen und Fans besetzten Naturtribünen, ehe es wieder den Berg hinaufgeht. Jochen Hahn holt sich an diesem Tag seine Pole Position Nummer 7. Der Saison ist mehr als 7 Zehntel Sekunden schneller als Norbert Kiss. Die Freude dementsprechend groß beim Team Hahn Racing.
Am Nachmittag Rennen 1 des Finalwochenendes in Jarama. Jochen Hahn hat, wie er es am Tag zuvor angedeutet und in die Tat umgesetzt hat, mit seinem Iveco-Truck, mit der Giulia, die Pole-Position geholt. Neben ihm steht Norbert Kiss, der damit relativ gute Chancen hat, den Abstand in der Meisterschaft auf Antonio Albacete zu verkürzen. Am Start sind wir normalerweise nicht so gut. Als erstes will ich den Start überleben und werde versuchen, hinter Jochen, aber natürlich vor Antonio zu bleiben und dann mal schauen. Am Start geht's oft hier hart zur Sache. Die erste Kurve ist gefährlich. Da gab's schon viele Unfälle. Ich muss einfach überleben. Natürlich mit Unterstützung der Ehefrau und der Familie Antonio Albacete, der Madrilene, auf Startposition 3. Das Duell Albacete gegen Kiss somit programmiert. Ich will erstmal gut starten, schauen, was geht, versuche Norbi unter Druck zu setzen und versuche dann sozusagen in einem Zug mit allen anderen mitzufahren. Und dazu kommt noch, dass Sascha Lenz der Dritte im Bunde auf Rang 4 steht. Wir wollen gucken, dass wir uns aus allem raushalten. Vielleicht haben die anderen zwei ein kleines Techtelmechtel, was wir ausnutzen können. Und dann sehen wir uns nach 12 Runden wieder und dann mal gucken, was passiert ist in den 12 Runden. Die Piloten könnten wohl auch als Propheten oder Wahrsager ihr Geld verdienen. Startfrei für das Drama in Jarama. 12 Runden, die Renndistanz. Jochen Hahn im Beschleunigungsduell gegen Norbert Kiss klar vorne. In Kurve 1 geht alles gut. Dann aber duellieren sich Antonio Albacete und Norbert Kiss und das Unheil nimmt seinen Lauf. Insgesamt 5 Trucks krachen ineinander. Massencrash nach Kurve 3. Der Schaden ist schon enorm. Ich hatte etwas Glück, weil bei meinem Truck am wenigsten kaputt ist. Aber zum Beispiel bei André und den anderen ist viel mehr kaputt. Ich empfehle jedem, sich die Videos anzuschauen und für sich zu entscheiden, ob die Stewards hier richtig entschieden haben. Denn am Ende bin ich bestraft worden, weil ich den ganzen Unfall ausgelöst habe. Das ist, meine ich, die unfairste Entscheidung in meiner ganzen Rennfahrerkarriere. Die Entstehung und der Unfall nochmal aus der Heckkamerasicht von Jochen Hahn, der wie prognostiziert sich aus allem raushalten konnte. Klar, ich verstehe, dass er seine Position behalten wollte. Er ist auf die Wiese gefahren, konnte dann doch nicht richtig gut bremsen und hat mich getroffen und mich rausgeschoben. Danach, glaube ich, hat er versucht, wieder zurückzukommen, hat sich dann gedreht und dann ist es zum Crash gekommen. Ja, ich habe ihn berührt, weil er von links außen kam und dachte, na, ich mache hier mal keinen Platz. Aber eigentlich will ich darüber gar nicht reden. Das Heck von Norbert Kiss. Machen Sie sich bitte Ihre eigene Meinung zu dem wohl spektakulärsten Unfall der Saison 2018. What's going on in the head of Adam Latschko? Was geht im Kopf von Adam Latschko vor? Schwer zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Antonio Albacete mehr mag als mich. Schön und gut, wenn er das denkt, aber ich mag hier niemanden mehr oder weniger. Ich fahre Rennen, um möglichst viele Punkte zu holen, will eigentlich immer nur das Maximum erreichen. Norbi sagte, Adam hat es absichtlich gemacht, weil Adam sie viel mehr mag als ihn. Bitte? Doch, hat er gesagt. Aber wir können hier nicht diese Spielchen spielen. Sowas zu denken, in den Rennen passiert doch alles im Bruchteil von Sekunden. Die rote Flagge, logische Konsequenz. Antonio Albacete, der nur im Kiesbett landete, und das Schlachtfeld der 5 havarierten Trucks. Fast 60 Minuten dauert die Unterbrechung.
Zum Glück bleiben alle beteiligten Rennfahrer unverletzt. Auch nach dem Restart führt Jochen Hahn das Feld an vor Albacete, Lenz und Latschko. Mit der Startnummer 6 im gelben Truck am Start Anthony Janjek, der Franzose, der als Race-by-Race-Driver dabei ist, am Nürburgring ja ein Rennen gewinnen konnte. Ende der 7. Runde, Latschko attackiert Lenz. Der Tscheche im Freightliner kommt ein wenig besser aus der vorletzten Kurve raus, kann sich neben den Deutschen im gelben MAN setzen und sich Position 3 holen. Nach 12 Runden gewinnt Jochen Hahn, holt sich Saisonsieg Nummer 11, 2,1 Sekunden der Vorsprung vor Antonio Albacete, der wiederum mehr als 8 Sekunden zwischen sich und Adam Latschko auf Rang 3 legen kann. Gewohnte Bilder in der Boxengasse, Gratulation ans Team Hahn Racing, während Jochen Hahn in der Auslaufrunde seinen Truck zur Freude der Fans in fast jeder Kurve querfährt. Die zwei Schnellsten. Wenig später dann auf dem Podium gemeinsam mit Adam Latschko, der damit dem zweiten Platz in der Meisterschaft einen großen Schritt näher kommt, während Albacete als Zweiter seinen Vorsprung auf Kiss weiter ausbaut. Der strahlende Sieger von Rennen 1 in Jarama heißt aber Jochen Hahn. Das Ergebnis zum Nachlesen. Auf Rang 8 Shane Brereton, der den Grammar Cup Sieg holt und in Rennen 2 von der Pole Position starten darf. Und Jochen Hahn äußert sich glücklich vor der Kamera. Es ist das erste Jahr, wo wir auf jeder Rennstrecke kontinuierlich schnell sind. Und das zeigt, dass man die richtige Richtung gearbeitet haben. Auch ich mit dem Fahrstil angepasst und mit Iveco das gemeinsam jetzt nach vorne gepusht und eigentlich alles richtig gemacht. Das zeigt und macht mich auch sehr optimistisch. Rennen 2 am späten Nachmittag, die Top 8 in umgekehrter Reihenfolge. Shane Brereton vor Steffi Halm auf Position 2 und in Reihe 2 René Reinhardt und José Rodríguez ganz hinten in der Startaufstellung als Verursacher des Crashs in Rennen 1 mit 5 Plätzen Strafe belegt. Norbert Kiss. Ja, ich bin wütend. Wie wütend? Sehr wütend. Nein, eigentlich nicht wütend. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht über das System. Einfach über alles. Was heute passiert ist, ist die unfairste Entscheidung meiner ganzen Karriere. Ein Albtraum für mich. Of my whole racing career that happened today, you know, it's like a nightmare. Den spanischen Fans dürfte es in der Mehrheit egal gewesen sein, solange ihr Hero Antonio Albacete und die anderen spanischen Piloten erfolgreich sind und eine gute Show bieten. Norbert Kiss dürfte wohl mit Kragengröße 62 hier unterwegs sein. Die Sicht aus Jochen Hahns Heckkamera bereits wieder vor Albacete, die Beschleunigung des Iveco Trucks einfach enorm. Ganz vorne Shane Brereton, der das Startduell gegen Steffi Halm gewonnen hat. Die deutsche Pilotin anschließend nur auf Rang 3, weil René Reinhardt gleich nach dem Start nach Kurve 2 an Halm vorbeiziehen konnte. Dahinter Rodríguez, Lenz, dann Latschko, Hahn und Albacete. Runde 4, kleiner Fehler von Adam Latschko, der unter dem Druck von Albacete einknickt. Der Spanier geht vorbei. Ja, Adam hat da in Kurve 3 einen Fehler gemacht, er ist rausgerutscht, ich konnte vorbeifahren. Dann war da ein kleiner Kampf zwischen Sascha und Jochen. Dann bin ich an Jochen vorbeigekommen und habe zu mir anschließend gesagt, bleib jetzt ruhig hinter Sascha und mach dir keine eigenen Probleme. Denn jeder Punkt zählt im Kampf um Platz 3 in der Meisterschaft. Vorne derweil das Duell um den Sieg, Brereton gegen Reinhardt in Runde 7, geht René Reinhardt im blauen Truck an Shane Brereton vorbei. Der Chef eines Logistikunternehmens kann sich in den letzten Runden dann mehr und mehr absetzen von Brereton, der sich aber bravourös gegen die Verfolger verteidigt und zum zweiten Mal in dieser Saison einen ETAC-Podiumsplatz vor Augen hat. Unterdessen Norbert Kiss auf dem Weg ins Paddock. Technische Probleme am Truck
mit der Startnummer 3 wohl ein Folgeschaden aus Rennen Nummer 1. Der Samstag in Jarama, alles in allem eine herbe Enttäuschung für Norbert Kiss. Im Ziel hat René Reinhardt rund 4 Sekunden Vorsprung vor Shane Brereton, während der Sixpack hinter Reinhardt innerhalb von 2 Sekunden die Ziellinie überquert. So wird also zum zweiten Mal an diesem Tag die deutsche Hymne in Jarama gespielt. Zweiter Shane Brereton, Respekt vor der Leistung des Briten, aber auch vor der kämpferischen Leistung von Steffi Halm. Das Ergebnis des zweiten Laufs im Überblick. Lenz wird 5., Albacete 6., Latschko 9., alle drei aber profitieren vom Ausfall von Norbert Kiss. Zeit, um mit Sieger René Reinhardt ein kurzes Fazit zur Saison zu ziehen. Also es gab halt viele gute Momente, schöne Momente, auch die 3 Siege auf jeden Fall, die besten Momente Ungarn, in Most und in Sierra in Spanien. Aber es gab natürlich auch viele Ausfälle, die wir hatten, also auch 2 Unfälle mit Steffi waren die beiden größten, aus der Nürburgring und beim letzten Rennen in Le Mans war nicht so schön. Nicht so schön, das trifft als Beschreibung für den Don't Touch Racing Truck von André Kosim wohl am besten zu, der über Nacht fast komplett neu aufgebaut wurde. Was nicht passte, wurde passend gemacht. Ein Großteil des Fahrerlagers war mit helfender Hand dabei. Teilweise waren es 18 Männer. Um 3:30 in der Nacht gab es eine Probefahrt im Paddock. Und danach wurde Maggie, so heißt der Truck, noch beklebt und gewaschen. Das ist wie eine große Familie, jeder hilft jedem. Wenn du irgendwo ein Teil brauchst, was du nicht hast, gehst du hin, hast du das? Ja, habe ich, bringst du nächstes Mal ihm wieder mit. Und schon kann jeder wieder fahren, weil der Ursprungsgedanke ist ja, dass wir alle auf der Strecke fahren. Wenn nur 2 Leute fahren, ist es für den Zuschauer ja uninteressant. Und dadurch hilft man sich gegenseitig. Solange wir auf der Strecke sind, sind wir Konkurrenten. Wenn die schwarz-weiß karierte Flagge kommt, ist das eine große Familie. Ein fester Programmpunkt an jedem Wochenende ist die Autogrammstunde aller Piloten. Und ein fester Programmpunkt in Jarama ist die Drivers Presentation auf einem Doppeldeckerbus. Tolle Bilder, schöne Momente für die Fans, aber natürlich auch für die Rennfahrer. Schnellster Mann im Qualifying am Sonntag, Jochen Hahn, Mr. 50%, denn die Hälfte aller Superpole-Bestzeiten 2018 gehen an den Mann im Iveco mit der Startnummer 2. Ich bin jetzt richtig heiß auf den Sieg, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir ihn hier schlagen können, weil dann haben wir schon einen Stempel abgegeben. Ihn hier, damit ist Antonio Albacete im rot-weißen MAN-Truck von Lutz Bernau Truck Sport gemeint. 0,4 Sekunden war der Spanier langsamer als der Deutsche. In Reihe 2, Latschko und Lenz. Wahnsinnig viele Menschen an der Strecke. Der Start zu Rennen 3. Runter geht's zur ersten Kurve. Mitfahrt bei Adam Latschko, dem Drittplatzierten im Grid. Und wie immer geht's hier verdammt eng zu Lenz. Dahinter José Rodríguez weit draußen. Norbert Kiss kommt dieses Mal gut durch die ersten Kurven durch, liegt auf Rang 4, als es das erste Mal den Hügel hinaufgeht. Ab Runde 2 schon zu vermuten, dass irgendetwas nicht stimmt mit Norbert Kiss und seinem Truck, der Ungar mit Problemen auf der Ideallinie zu fahren. Vorneweg Jochen Hahn, dann Albacete und Latschko. Wilder Drift hier von Lenz, der mit Kiss um die 4. Position im Rennen und um Rang 4 in der Meisterschaft kämpft. Das Ganze beobachtet vom Team Bugira und auch der Kampf der 3 alten Herren, Ray Coleman, Erwin Klein-Nagelfort und Eduardo Rodríguez. Coleman 65, Rodríguez 64 und Klein-Nagelfort mit 45 Jahren deutlich der Jüngste. Onboard mit Kosim, der in Runde 6 hier hinter Janjek liegt. Kleiner Touch vom Mann aus dem Don't Touch Racing Team. Janjek dreht sich, Kosim 10., Janjek danach 13. Hahn und Albacete spulen Runde um Runde konstant wie ein Schweizer Uhrwerk ab.
während Norbert Kiss in Runde 8 an fünfter Stelle liegend seinen Truck abstellen muss am Streckenrand. Ja, momentan bin ich eigentlich wirklich zufrieden mit diesem Rennen, denn nach dem Start war ich Seite an Seite mit Sascha. Ich empfehle jedem, speziell Adam Latschko und Antonio Albacete, sich anzuschauen, wie es mit Sascha geklappt hat. Weil es war ja dieselbe Kurve, wo nicht genug Platz für Adam und Antonio war. Interessant, dass es bei mir und Sascha genug Platz hatte. Am Ende gewinnt Jochen Hahn, Saisonsieg Nummer 12 für ihn. Eine Sekunde der Vorsprung vor Albacete. Dritter wird Latschko. Das Ergebnis auf dem Podium, damit eine Kopie von Rennen 1 am Tag zuvor. Auf den weiteren Plätzen Sascha Lenz auf Rang 4, dadurch auch Vierter in der Meisterschaft, kann weder Albacete vor ihm gefährden, noch von Kiss überholt werden. Shane Brereton auf 8. Darf also erneut von der Pole Position starten und feiert seinen dritten Sieg im Grammar Cup vor Ollie Janes und Terry Gibbon. Mit dem Renntrag Rennen zu fahren, es war geil. Gibt es eigentlich keine Worte dafür. Ich bin mega happy, mega happy. Rennen 4 mit Shane Brereton auf Startplatz 1. Der Mann aus England will den zweiten ETRC-Sieg der Saison. Dieses Vorhaben aber will die Frau neben ihm, Steffi Halm, durchkreuzen. Die Schwabentrack-Pilotin in den sogenannten Reverse-Grid-Rennen bereits zweimal siegreich in dieser Saison. Und ebenfalls ein Siegkandidat, José Rodríguez im MAN vom Team Rebocco-Nord auf Startplatz 3. Kettensägengeheul, fast so laut wie die Racetrucks, die die letzten Rennrunden hier unter die Räder nehmen. Shane Brereton vorneweg, dann der von 4 gestartete René Reinhardt auf Rang 2, dahinter Rodríguez, Steffi Halm zurückgefallen, nur 6. kann aber wieder an Sascha Lenz vorbeifahren, vor auf Rang 5. Anfang der 6. Runde onboard mit Jochen Hahn, der sich Ende der Start-Zielgeraden neben Sascha Lenz setzt und dann die bessere Linie hat, am Truck mit der Startnummer 30 vorbeigeht. Das gleiche gelingt auch René Reinhardt gegen Shane Brereton, der Deutsche mit der besseren Traktion zuerst, neben Brereton. Und dann bergauf wohl auch mit der besseren Linie. Reinhardt geht in Führung, genau wie tags zuvor im zweiten Rennen. José Rodríguez, der Portugiese, mittlerweile auch vorbei am Briten. Die nächsten, die auf ihre Chance warten, sind Adam Latschko, Steffi Halm, Jochen Hahn und Antonio Albacete. Für André Kosim ist dieses Wochenende punktemäßig das schlechteste der gesamten Saison. Das Aus für ihn in Rennen 4. Kosim im gelben Truck nimmt nur 2 magere Zähler aus Rennen 3 mit in die Winterpause. Während sich Steffi Halm noch Platz 3 holt, genau wie Jochen Hahn an Adam Latschko vorbeigegangen ist, der letztjährige Champion wartet sehnsüchtig auf seinen neuen Truck. Es gewinnt René Reinhardt, der sich durch seinen zweiten Sieg in Yarama Selbstvertrauen geholt haben dürfte und nebenbei bestätigte, dass er auch 2019 am Start sein wird. Die Top 3 auf dem Podium: Deutschland, Portugal, Deutschland. Vierter wird Jochen Hahn vor Adam Latschko und Antonio Albacete auf Rang 6. Und die Ergebnistafel zeigt, dass sich Polesetter Shane Brereton auf Rang 9 ins Ziel gerettet hat, vor Jamie Anderson. Brereton gewinnt alle 4 Rennen im Grammar Cup. Brereton ja bereits vor dem Yarama-Wochenende Meister in dieser Kategorie. Das letzte Wort hat René Reinhardt. War wirklich vom Anfang an bis zum Ende ein super spannendes Rennen, aber mit einem guten Ausgang. Und die letzte Amtshandlung auf der Strecke von Lokalmatador Albacete: Kappe weg und einen Fan glücklich machen. Die Abschlusstabelle der diesjährigen FIA ETRC, der Truck Racing Europameisterschaft, sieht Jochen Hahn vorne, 121 Punkte, sein Vorsprung auf Adam Latschko. Dritter Albacete, vierter Lenz, Norbert Kiss nur fünfter. Auf 9 Rodríguez,
und auf 10 und 11 mit Brereton und Smith die beiden besten Briten. Am Abend dann die offizielle Siegerehrung mit den strahlenden Top 3 der Meisterschaft und allen anderen, die zu dieser spannenden Saison ihren Teil beigetragen haben. Und Jochen Hahn wird mit seinem gesamten Team im nächsten Jahr mit der Stadt Nummer 1 an den Start rollen und, na klar, versuchen, Titel Nummer 6 zu holen.